Mein Name ist Petra Truckrey. Ich arbeite bei der Landeshauptstadt Wiesbaden in der Koordination der Schulsozialarbeit. Nebenberuflich arbeite ich als Coach und Trainerin, unter anderem für das Projektbüro Berufliche Orientierung Hessen. Dort gebe ich Trainings und Seminare zu den Themen berufliche Orientierung, Bewerbungsverfahren und Bewerbung. Aus zahlreichen Untersuchungen wissen wir, wenn es um Fragen der beruflichen Orientierung oder auf Fragen der Berufswahl geht, dann vertrauen Kinder immer noch am meisten auf die Aussagen ihrer Eltern. Diesen Ratschlägen vertrauen sie mehr als denen ihrer Lehrerinnen und Lehrer, Freundinnen oder Freunde. Was können Sie als Eltern tun, um Ihr Kind zu unterstützen? Drei Dinge fallen mir ein. Erstens, signalisieren Sie Ihrem Kind, wenn du Fragen hast, bin ich für dich da. Zweitens, beobachten Sie Ihr Kind kritisch wohlwollend. Was kann es gut? Was kann es vielleicht noch nicht so gut? Woran hat es besondere Freude? Was liegt ihm vielleicht auch überhaupt gar nicht? Und last but not least, erzählen Sie Ihrem Kind, wie Sie selbst in Ihren Beruf gekommen sind, was Sie den ganzen Tag beruflich machen und welche Anforderungen Ihr Beruf an Sie selbst stellt. Es gibt zahlreiche Informationsmöglichkeiten für Eltern, immer mehr auch Online-Seminare, zum Beispiel auch die Seminare des Projektbüros. In diesen Seminaren erfahren Sie, was ist heute wichtig, wenn sich Ihr Kind bewirbt, auf was kommt es tatsächlich an, welche Bewerbungsverfahren gibt es und wie ist eine Bewerbung aufgebaut. Wenn Sie mich nach einem Tipp fragen, Unternehmen möchten sich ein Bild von den Bewerberinnen und Bewerbern machen. Deshalb ist es wichtig, bereits im Anschreiben oder im Bewerbungsvideo sehr authentisch zu sein. Das heißt, vermeiden Sie Sätze wie meine exzellente Teamorientierung oder mein ausgeprägter Kommunikationsstil. Stattdessen schreiben Sie Beispielsätze wie als Klassensprecher habe ich gelernt, zuzuhören und zu vermitteln. Oder im vergangenen Jahr hat meine Mannschaft mich zur Spielführerin gewählt. Das ist der Tipp, den ich Ihnen geben würde.